Hallo lieber Löwe, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen, was der Juli so für die Löwen bringt in Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendenten. Du weißt, das ist eine kollektive Kartenlegung und kann vermutlich nicht alles mit dir resonieren. Also bitte auf deine persönlichen Themen umlegen und das für dich mitnehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Ja, ich bedanke mich bei dir von Herzen fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Schön, dass du da bist. Und solltest du private Unterstützung benötigen auf Seelenebene, private Kartenlegungen, schau unten vorbei, Heilsitzungen, Coachings, alles möglich, sofern verfügbar, schau gerne vorbei. Und ich würde sagen, wir starten. Ich verbinde mich mit dem Löwenkollektiv, Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent und dem Juli 2023. Worum geht es bei den Löwen? Worum geht es bei den Löwen im Juli? Oha! Ein Umbruch. Oh, wow! Entweder in der Familie eine plötzliche Veränderung, es könnte hier mit den Eltern zusammenhängen oder auf der Arbeit oder mit den Münzen. Familie, ja, es könnte sein, dass eine unerwartete Nachricht reinflattert, die einen dazu zwingt, Ruhe zu bewahren, sich auszuruhen oder aber auch mal vom Gas runterzugehen. Es könnte sein, dass du in einer Situation im Juli das Gefühl hast, nichts tun zu können, weil es nicht in deiner Macht ist. Das ist sehr unbefriedigend. Es werden vielleicht sogar Verlustängste, das kann ja wirklich mit Münzen, Familie zu tun haben, ausgelöst. Du hältst fest, du klammerst. Ich höre gerade den Satz, du wirst auf den Boden der Realität zurückgeholt. Doch, es entwickelt sich. Glücklich. Wir haben hier die Herrscherin. Könnte ein Hinweis auf mütterliche Themen sein oder bezogen auf eine Frau. Wir haben hier den Eremiten, also ein Stillstand, Ruhe. Etwas wird auf die Pause gedrückt. Es könnte ein Ausnahmezustand sein, aber auch hier haben wir, es entwickelt sich aus dem Festhalten in eine aufgelöste Situation in die Münzen, das Ass der Münzen, eine neue Richtung. Viele Dinge, die man regeln muss vielleicht, hast du viel zu tun. Nachrichten, die zu dir kommen, ziemlich plötzlich in Windeseile. Okay, interessant. Ich bekomme gerade die ersten Wörter von dem Gedicht Der Erlkönig. Vielleicht für einen relevant. Bitte, wie gesagt, auf deine Themen umlegen. Der Erlkönig. Es könnte sein, dass viele Auseinandersetzungen dich müde machen oder das muss noch nicht mal Streit sein. Es kann einfach sein, dass du sehr viele Dinge regeln musst im Juli. Aber wie gesagt, du bist ausgestattet. Du hast alles, was man braucht, was auch immer auf dich zukommt. Und das ist das Wichtigste. Auf den Turm bitte. Bei manchen geht es um eine Feierlichkeit, um feierliche Themen oder um Gesundheitsthemen. Vielleicht auch Blumen, Blumenbeet bekomme ich. Und Verträge, die aufgelockert werden. Was auch immer das heißen mag, für jeden persönlich. Vertragsangelegenheiten, vielleicht muss man da auch verschiedene Dinge klären. Papier, ich sehe sehr viele verschiedene Papiere, Behörden oder einfach den Schreibtisch voll haben, voll Papier.
Das ist ja auch möglich. Wir schauen mal, worum geht es hier? Eher seine Gedanken. Man macht sich hier sehr viele Gedanken, wie man etwas gut hinbekommt, wie man etwas organisiert. Du hast aber Hilfe und Unterstützung. Familiär oder Menschen, die dir nahestehen, unterstützen dich. Vielleicht sogar auch finanziell. Wir schauen mal, was hier der Rat des Universums ist. Ja, das sieht doch schon gut aus. Die Fülle und Risiken angehen. Es kann sein, dass du Risiko oder Risiken eingehen musst, darfst im Juli. Es kann aber auch sein, dass andere ein Risiko eingehen und du irgendwie dennoch involviert bist und hier vertraue, hab die Anbindung nach oben, hab das Gefühl nach oben und es soll alles so sein, es wendet sich alles zum Guten. Alles wendet sich zum Positiven und du kommst auch wieder auf Gefühlsebene in Einklang. Also ich bekomme es wirklich ein bisschen turbulent. Am Anfang bekomme ich es sehr harmonisch, dann bekomme ich so ein bisschen Aufwühlung, aber nachher bekomme ich, und ich höre gerade, alles im Griff. Mach dir keine Gedanken, sei entspannt. Wie gesagt, das Universum hat dich mit allem ausgestattet, was du brauchst, was auch immer dir im Juli begegnen wird. Liebe Löwen, vielleicht schaust du gerade bei dieser Legung einfach nochmal zu deinem Aszendenten, zu deinem Mondzeichen, zu dem Zeichen. Da kannst du dir noch ein paar Botschaften dazu holen. Und ansonsten bedanke ich mich von Herzen für die Likes, die Abos, die liebevollen Kommentare und freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis ganz, ganz bald. Mach's gut.